Wir begrüßen Sie aus dem El Alcoraz. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Das ist die Aufstellung in diesem Spiel. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie entscheiden sich ebenfalls für ein offensives 4-5-1. Ein Duell der Taktikfüchse. Ich bin echt interessiert und gespannt, wer sich da durchsetzt. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Super, wie er sich durchsetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Könnte die Führung werden. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Das wird einen Eckball geben. Jetzt der Eckball. Gut durchgesetzt. Macht eigentlich alles richtig, aber der Ball geht doch knapp über die Latte. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Klasse durchgesetzt. Ja, wird hier gut unterstützt. Er hat weiter den Ball. Ball wird abgeblockt. Er versucht's. Ganz sichere Parade. Gutes Pressing jetzt.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene. Ja, sie können erst mal klären. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, energischer Vorstoß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er kann sich durchsetzen. Da zieht er ab. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Henry. Ball läuft gut. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Klasse, wie er da hingeht. Jetzt könnte der Pass kommen. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Da verlieren sie den Ball. Henry. Super durchgesetzt. Jetzt kann er es machen. Sichere Parade. Die Ecke kommt. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Der Ball geht an die Latte. Entschlossen geklärt. Ja, wartet einen Moment. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Hey!
Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pause, Sie hören es. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Fairer Einsatz hier. Jetzt die Chance. Da passt der Klasse auf. Die Ecke kommt rein. Gut gemacht. Absolut sicher bei dieser Ecke. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Jetzt der Ballverlust hier. Gutes Pressing jetzt. Henry. Stark gemacht, das könnte was werden. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Ball ist erstmal weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er kann sich durchsetzen. Er kann es machen. Es bleibt ein enges Spiel. Nur dieses eine Türchen trennt die beiden. Weil sie diese Chance nicht nutzen können, ja, das wäre es gewesen. Vielleicht waren sie sich ihrer Sache schon zu sicher. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und jetzt hat er den Ball. Henry. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Er hat schon gelb und jetzt noch so eine Aktion. Das war's also für ihn. Kaum verständlich, da muss er sich mehr zurückhalten. Da schwächt er seine Mannschaft und das wird schwierig jetzt ohne ihn. Ist hier immer noch am Ball. Der Ballverlust jetzt. Oh, sie stören früh. Les invitamos a que acudan a los distintos puestos de comida del estadio
Jakob Brünn-Larsen. Muss Einwurf geben. Gute Aktion, sie haben den Ball. Wilzwick. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Guter Steilpass hier, macht er gut. Der ist drin, es steht unentschieden. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von ihnen zu sehen, aber das war eine wunderbare Aktion, da hat alles gepasst. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Jetzt kommt die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Da erobert er den Ball. So, die letzten 15 Minuten jetzt. So hält man den Ball in den eigenen Reihen, fantastisch. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. Erstmal geklärt. Wie lange hat dieses Remis hier noch Bestand? Sie greifen an. Da kommt der Schuss. Sie sind nur noch zu 10 in dieser Schlussphase. Aber trotzdem schaffen sie das Führungstor. Da sehen wir, wie viel Kampfgeist, wie viel Moral in dieser Mannschaft steckt. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Wird es hier noch mal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Hereingabe in die Mitte. Sie versuchen es. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Jetzt kommt der Wechsel. Kurzer Eckball. Da kommt der Schuss. Ball wird abgeblockt. Ins Ausgeklärt, das wird Ecke geben. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Ecke kommt rein. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Da wäre Platz für den Konter. Abwehr muss aufpassen. Konter kommt rein. Ein fantastisches Tor.
Mal dieser Treffer. Da ist die Flanke. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Heißt es also jetzt. Galloway. Smith. Oh, sie stören früh. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie holen sich den ungefährdeten Sieg und das zumindest aus meiner Sicht auch absolut verdient. Sie waren hier die stärkere Mannschaft. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.